habe ich bei diesem Video etwas mitgenommen, wie ich hier meine Wohnung renoviere, beziehungsweise mein Zimmer. Meine Wohnung ist noch nicht fertig, aber mein Zimmer ist jetzt fertig und deswegen dachte ich, zeige ich euch wenigstens schon mal mein Zimmer. Und ja, ich habe euch bei den Renovierungsarbeiten und allem mitgenommen, zeige euch einmal das Vorher und zum Schluss gibt es natürlich auch das Nachher, so wie es jetzt aussieht. Und ich bin sehr, sehr happy, es sieht so unglaublich schön aus, ich fühle mich sehr wohl hier in dem Zimmer und ja, ich liebe es. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis das alles so hundertprozentig so ist, wie ich es gerne hätte. Meine Wohnung ist auch heute noch nicht komplett fertig, also die Küche und mein Wohnzimmer muss auch noch gemacht werden. Dadurch wird es bestimmt auch noch mal eine Finally-Room-Tour geben, aber jetzt gibt es erstmal so diesen Zwischenstand, wie es jetzt aussieht und wie es mal aussah und ja, los geht's. So, ich zeige euch jetzt mal kurz meine Wohnung hier. Ja. Das wird noch etwas umgebaut. Wir sind auch schon dabei, hier die Tapete von der Wand zu machen. Denn ich werde es komplett einfach nur weiß streichen oder auch das Fenster. Ups, das war mein Kuli. Das Fenster werde ich weiß machen. Ja, hier wird ein bisschen was noch geschehen, denn das hier wird mein Schlafzimmer werden. Hier hinten ist das Bad und hier ist die offizielle Eingangstür. Und hier werde ich einen Durchbruch hinmachen in ein anderes Zimmer und das wird dann sozusagen eine Tür geben in ein anderes Zimmer, damit es dann auch ein Wohnzimmer gibt. Da wird mein Kleiderschrank komplett hinkommen, also die Tür wird wegkommen, damit halt da eine ganze Kleiderschrank hinkommt. Hier kommt ein neues Bett hin und dann gegenüber wird hier noch eine Kommode hinkommen mit einem Fernseher drauf. Ja. Hier ist noch einiges zu tun und dann zeige ich euch mal mein anderes Zimmerchen. Hier, das wird komplett zugemacht. Hier wird es dicht gemacht und dann kommt da hinten ein, das wird hier hinten eine Abstellkammer quasi, wo man nur von hier reinkommt. Die Tür kommt ja weg und dann kommt man hier in das andere Zimmer, wo der Durchbruch ist. Und hier ist meine Küche, die wird vielleicht auch nochmal neu gemacht. Und schöner gemacht und da fehlt ja auch ein Herd, der kommt noch dazu und dann kommt hier ein Tisch und sowas hin und dann wäre das mein Ausgang, Terrasse zur Terrasse, Terrasse und Pool und so weiter und die Tür kommt auch in weiß und das wäre dann mein Wohnzimmer. Hier ist nochmal ein Bad, was dann halt Gäste benutzen können oder ich als Abstellfläche benutze und dann kommt hier ein kleines Wohnzimmer hin mit Schreibtisch und ja, da geht es dann raus auf meine Terrasse. Die wird auch noch schön gemacht. Da möchte ich mir so Holzterrasse, so heißt es, einfach hinmachen. Und dann kommt man von beiden Zimmern hier raus. Hier, das hat echt eine schöne große Tür, aber die muss auch neu gemacht werden. Also, es ist noch einiges an Arbeit, aber es wird. Kurzer Zwischenstand, ich habe die Tapete jetzt alle abgemacht, beziehungsweise da hängen noch so Reste dran, die sieht man jetzt gar nicht so. Das nervt richtig, da sind so viele Tapetenreste dran, die ich noch abknüppeln muss. Ich lege jetzt schon mal den Boden aus zum Streichen. Hier kommt auch übrigens dann irgendwann auch ein neuer Boden rein. Noch nicht direkt, das ist erstmal so letzte Priorität, aber irgendwann soll da noch ein schönerer Boden rein. Denn da hinten sind andere Fliesen, hier sind andere Fliesen, hier sind andere Fliesen. Das ist halt irgendwie ein bisschen wild zusammengewürfelt, aber das ist jetzt ja erstmal nicht lebensnotwendig. Und auch, was ich mir aufgefallen ist, das sind meine einzigen Lichter-Dinger. Muss ich auch mal gucken. Aber es wird nachher verputzen wir noch hier so die Sachen, die hier wieder so kaputt gegangen sind. Und ja, jetzt lege ich erstmal den Fußboden weiter aus. Ich habe gerade alles mit der Kamera gefilmt, aber irgendwie ist das alles so rangezoomt. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Dadurch filme ich jetzt nochmal mit dem Handy. Hier ist mein Eingang, hier ist die Küche ja, aber da hat sich nicht so viel geändert. Dadurch filme ich das jetzt nicht nochmal, das wäre Zeitverschwendung. Und dann kommt man hier rein in mein Zimmer und dann kommt man hier erstmal zu einem großen Spiegel. Der ist auch von Ikea, wie fast alles aus meinem Zimmer. Und dann zeige ich euch erstmal kurz einen groben Überblick über mein Zimmer. Es ist klein, aber fein. Drüben kommt ja dann noch ein Wohnzimmer hin. Also von daher passt das auch ganz gut. Und den Fußboden fand ich ja mal so schlimm.
Aber mittlerweile finde ich den gar nicht mehr so schlimm. Ist zwar blöd, dass es so verschieden ist, aber irgendwie hat man sich mittlerweile voll daran gewöhnt und ich finde es gar nicht mehr so nervig, aber irgendwann wird das auch noch geändert. Dann haben wir hier meine Tür und dann steht daneben erstmal mein großer Kleiderschrank. Der ist auch von Ikea, was auch sonst, und ich liebe ihn. Und hier drauf wollte ich eigentlich noch so einen Vorsprung machen, damit so das Zeug von der Decke und sowas verschwindet. Und ja, dann ist dort mein Schreibtisch. Der ist auch von Ikea, was auch sonst. Und der Stuhl ist, glaube ich, vom dänischen Bettenlager oder so. Und hier ist das Fenster. Das wird aber auch nochmal irgendwann neu gemacht demnächst, denn das ist oben ein bisschen undicht und ja, das ist nicht so praktisch für den Winter oder so. Oder wenn es regnet, ist halt auch blöd, wenn es reinregnet. Dann kommen wir zu meinem Bett. Das ist auch von Ikea. Der Nachtschrank ist vom Discount Shop. Und die Lampe ist von so einem Chinesenladen. Und die Kerze auch und die Deko auch. Und dann liegt da meine Fernbedienung. Und ich liebe diesen Nachttisch. Ich finde den so schön. Und ja, die Tagesdecke ist auch von einem Chinesenladen. Ich finde die auch so toll. Ich hatte eigentlich nie eine Tagesdecke. Aber nachdem Meadow die ersten Male immer nach dem Wasser in den Schmutz gerannt ist und danach sich in mein Bett gewälzt hat, war das nicht mehr so toll, jeden Tag mein Bett zu waschen. Deswegen gibt es jetzt eine Tagesdecke und witzigerweise, jetzt macht sie es auch nicht mehr. Jetzt achte ich immer, dass meine Zimmertür zu ist. Dann ist hier Meadows Ecke. Ihr Bett hatte ich aus einem Tierladen. Die Decken hatte ich ja mitgebracht und ihr Spielzeug, trinken, fressen. Dann ist hier eine Blume, die ist sogar echt. Die ist aus einer Gärtnerei. Und dann meine Kommode, auch aus von Ikea, also alles aus Ikea. Und dann mein Fernseher, der ist aus dem Mediamarkt. Und ja, das. Dann ist hier noch mein Ventilator und noch so ein Bambusding, das ist auch von Ikea. Und hier wollte ich noch gern so einen Ofenvorsprung hinmachen. So ein Regal halt, wo ich dann noch so Deko draufstellen kann, weil ich halt echt hohe Wände habe und irgendwie sieht das noch so kahl aus. Falls ihr irgendwie eine Idee habt, was ich halt hier noch irgendwie an die Wand machen kann, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, denn ich habe echt absolut keine Ahnung. Es sieht halt echt kahl aus, aber ich bin halt auch nicht so der Bildermensch, also irgendwie so Fotos oder so Fotos, ja, keine Ahnung, irgendwie, ich möchte halt nicht, dass es so unruhig wirkt, mit so ganzen Privatfotos oder sowas, und ich möchte aber auch nicht, dass es so kahl ist, irgendwie weiß ich nicht, was ich möchte. Also ich finde das irgendwie echt schwer. Falls ihr Ideen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ja, das ist eigentlich so mein Zimmer. Dann geht es ja hinten noch ins Bad. Hier seht ihr es nochmal aus der Perspektive. Also ich finde es echt toll. Und dann kommt man hier ja noch in mein Bad. Da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Es ist immer noch dasselbe wie vorher. Ich habe jetzt einen Seifenspender in Roségold. Ich liebe es. Und dann habe ich jetzt hier auch ein Regal von Ikea, was auch sonst, wo ich jetzt so meine Schminke und sowas alles drin habe. Ich wollte eigentlich erst einen Schminktisch haben, aber irgendwie habe ich mich dann doch dagegen entschieden und habe gesagt, ich schminke mich halt im Bad. Hier habe ich alles und finde es jetzt auch bis jetzt gar nicht so schlecht. Und ja, ich liebe das Regal. Ich finde das so schön, auch mit den Blumen oben drauf. Und ja, das ist mein Bad. Und ja, das ist eigentlich schon mein Zimmer. Also gar nicht so viel zu zeigen, aber ich mag es extrem gerne. Ich fühle mich sehr wohl hier und Meadow auch, ne? Meadow ist, für Meadow ist das auch hier richtig ihr Reich. Immer wenn ich nicht da bin, legt sie sich freiwillig immer in mein Bett und wartet hier auf mich. Also sie fühlt sich hier auch super wohl und sie streunert den ganzen Tag durch den Garten. Hallo! Groß sie geworden ist. Habe sie ja schon lange nicht mehr auf meinem YouTube-Kanal gezeigt. Muss mal wieder ein Update mit ihr posten. Die ist so groß geworden. Kleiner Frechdachs. Ist mittlerweile 7 Monate zur Info. Wie lange ich schon nichts mehr mit ihr gepostet habe. Echt krass. Meadow, ihr fein. Aber die liebt sie auch. Die ist sehr glücklich. Und so, das ist mein Zimmer. Ich bin sehr, sehr zufrieden, so wie es geworden ist. Eigentlich wollte ich ja den Raum hier neben haben. Also das, was jetzt mein Wohnzimmer wird, sollte eigentlich mein Schlafzimmer werden, weil ich es irgendwie sehr gerne viel heller gehabt hätte. Aber mir gefällt es jetzt echt ganz gut hier drin. Also ich hätte nicht gedacht, dass man so viel aus so einem Raum rausholen kann, aber ich liebe es extrem und ich fühle mich sehr wohl hier und freue mich, dass ich in dem Zimmer jetzt mein Schlafzimmer habe, denn es ist wesentlich kühler abends und es ist trotzdem hell, weil es ja auch ein Fenster gibt. Das Fenster wird auch demnächst noch neu gemacht und ja, ich finde das Zimmer total toll. Könnt ihr mal kommentieren. Demnächst wird es dann auch eine fertige Roomtour noch irgendwann geben, wenn meine Wohnung komplett fertig ist. Aber ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!